Es drohte einer der langweiligsten Oscar-Abende aller Zeiten zu werden und dann kam Will Smith. Kein Spaß, nicht abgesprochen. Der Schauspieler haut dem Entertainer Chris Rock mitten in der Gala eine rein und setzt sich wieder. Was dann folgt, wird im US-Fernsehen gepiept. Freundlich übersetzt, er solle doch bitte nicht über seine Frau sprechen. Zur Erklärung, Chris Rock hatte sich über die Frisur von Jada Pinkett Smith amüsiert. Was er möglicherweise nicht wusste, sie leidet unter kreisrundem Haarausfall. Absurd, aber wahr, der Abend läuft kommentarlos weiter und dann kriegt Ohrfeigen Will den Darsteller-Oscar. In this business you gotta be able to have. In diesem Business wird man oft respektlos behandelt, erklärt er unter Tränen. Aber es ist meine Aufgabe, meine Menschen zu schützen. Und zum Schluss, hoffentlich ladet ihr mich wieder ein. Academy invites me back. Thank you. Den Preis gab's für seine Rolle als Richard Williams, Vater der Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams, hier im Publikum. Aber das ist fast schon vergessen. Ebenso, dass Jane Campion mit Power of the Dog zwar den Regiepreis gewinnt, aber nicht wie erwartet durchmarschiert. Stattdessen wird Coda bester Film, ein lustiger Feel-Good-Streifen über eine gehörlose Familie. Nun ist die schwächelnde Gala zwar ein echter Knaller, so wortwörtlich hatte sich das aber niemand gewünscht. Ich glaube, das geht etwas tiefer zwischen den beiden. Sie müssen wohl noch mal reden, dann kriegen sie das hin. War noch was? Ach richtig, Krieg. Aber statt einer Schalte mit dem ukrainischen Präsidenten und Protestaktionen gab es vereinzelt Charity-Schleifchen. Und eine Werbung für friedliches Miteinander war diese Veranstaltung ganz sicher auch nicht. Oh, wow.